Herr Flassbart, die Pariser Klimakonferenz mit dem Durchbruch des Abkommens ist nun 2 Jahre her. Welchen Einfluss hat es auf den Prozess der Klimaverhandlungen in den letzten Jahren gehabt? Naja, das war eben tatsächlich der Durchbruch. Wir sind zu einem weltweiten Abkommen gelangt, das erste Mal. Darauf haben wir praktisch Jahrzehnte hingearbeitet. Alle Staaten waren dabei. Eins Land hat jetzt angekündigt, nicht mehr dabei zu sein, aber das hat überhaupt gar nichts daran geändert, dass der Rest der Welt jetzt sich unterhakt und sagt, wir wollen das Momentum von Paris auch fortführen. Die EU hat sich Ziele gesetzt, die über Zielen anderer Länder liegen, aber die sicherlich nicht ganz mit den deutschen Ambitionen mithalten. Welchen Einfluss hat Deutschland aber darauf, die Ziele anderer Länder mit zu verschärfen? Kann man da irgendeinen Einfluss geltend machen, gerade wenn man auf Polen sieht, wo vielleicht die Kohlekraft noch eine deutlich größere Bedeutung hat? Naja, wir sind jedenfalls im Augenblick nicht gerade diejenigen, die mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen können. In der Tat, wir haben für 2020 ein deutlich höheres Ziel als in der gesamten EU als Ziel ausgegeben ist, aber wir werden es nach bisherigen Maßnahmen eben auch nicht erreichen. Auch wir haben, wie Polen, ein Kohleproblem, freilich nicht so ein großes. Polen ist viel abhängiger von der Kohle, fühlt sich auch sehr viel abhängiger, braucht also für den Transformationsprozess noch etwas Zeit. Aber jetzt geht es darum, dass wir auch tatsächlich unsere Ziele einhalten müssen und dann, glaube ich, können wir auch wieder Schwung in die europäische Debatte bringen. Eine Frage zu Ende Gelände, das lief ja in den letzten Tagen. Wie bewerten Sie diese Aktion gerade im Vorfeld dieser Klimakonferenz? Alles, was friedlich ist und für mehr Klimaschutz eintritt und die deutschen Regierungen auch auf Landesebene in die Pflicht nimmt, mit dem Klimaschutz ernst zu machen. Und das geht nur, wenn wir zügiger von der Kohle wegkommen als bisher. All das ist gut und tut unserer Demokratie auch gut. Eine letzte Frage zum Thema Jugend. Sie haben gestern im Treffen mit den NGOs ja auch die Jugenddelegation vom Jugendbündnis Zukunftsenergie getroffen. Welche Rolle hat die Jugend aus Ihrer Sicht in Sachen Klimaschutz und welche Initiativen der Jugendlichen können Sie auch aufnehmen und ihre Klimapolitik einfließen lassen? Das ist eigentlich fast selbsterklärend. Es geht um die Zukunft der jungen Leute. Ich komme aus dieser Bewegung. Ich habe als Jugendlicher mit dem Umweltschutz angefangen. Da schleift sich im Laufe der Zeit einiges ab. Man wird realitätsnäher. Das ist einfach so, wenn man sich da weiterentwickelt. Und deshalb ist es gut, dass diejenigen, die älter sind, länger im Geschäft sind, dann auch immer mit der ungeduldigen Jugend konfrontiert sind. Ich finde das sehr gut und deshalb unterstützen wir auch sehr viele Jugendinitiativen. Kurze Anschlussfrage. Es gab den Jugendklimadialog, der dann auch die Möglichkeit hatte, Frau Hendricks ein Papier zu überreichen im Vorfeld der Klimakonferenz. Nun war das ja so angelegt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Vorschläge der Jugendlichen so kurz vor der Konferenz noch tatsächlich Einfluss auf die Position Deutschlands in irgendeiner Weise haben können. Wie können Sie sich vorstellen, dass man Jugendpartizipation in Zukunft so gestalten kann, dass auch die Möglichkeit besteht, tatsächlich für Jugendliche Einfluss zu nehmen? Ich habe einige der Vorschläge gesehen und ehrlich gesagt, das zielt tatsächlich ja nicht auf eine kurze Umsetzung. Dann hätten wir den Dialog gar nicht machen dürfen, das wäre ja unlauter gewesen, sondern es geht darum, tatsächlich das Denken auch zu verändern, das Denken in Politik zu verändern. Und da finde ich das schon den richtigen Ansatz. Ich glaube, wir haben mit Partizipation im Umweltministerium in der letzten Legislaturperiode insgesamt eine Menge experimentiert, auch dazugelernt und ich hoffe, dass zukünftig in der Bundesregierung sowas dann auch weiter gemacht wird.